Votre Excellence, au nom de la paroisse de Saint-Athanasios, je vous salue ici, dans notre petite église sacrée aux grands combattants de la croyance catholique. Je vous assure que les cœurs de tous les présents et de ceux qui sont tristes que nous ne pouvons pas venir battent pour vous. Nous, les possesseurs et les administrateurs de la vérité et des mystères catholiques, nous assurons que nous suivons fidèlement le seul et vrai chemin catholique que vous nous avez désigné et que nous sommes remplis d'une fierté humble et pleine de reconnaissance parce que vous êtes entre nous. Nous remercions pour la bénédiction de cette maison de Dieu qui, malgré ses dimensions réduites, représente un grand espoir de notre future victoire catholique, de notre jour catholique. Amen. Ich habe den hochwürdigsten Herrn Erzbischof so begrüßt, Euer Exzellenz, hochwürdigster Herr Erzbischof. Im Namen der Gemeinde des heiligen Athanasius begrüße ich Sie hier in unserem neuen Zentrum, in unserem Kirchlein, das den großen Kämpfer für den katholischen Glauben geweiht ist. Ich versichere Ihnen, die Herzen aller schlagen Ihnen entgegen, der Anwesenden und der unter Trauer Abwesenden. Wir, die Inhaber und Verwalter der katholischen Wahrheit und der katholischen Geheimnisse, versichern Ihnen, dass wir dem von Ihnen gewiesenen einzigen katholischen Weg immer die Treue halten werden, und dass wir von demütigem und dankbarem Stolz erfüllt sind dafür, dass es sie gibt und dass sie unter uns weilen. Wir danken Ihnen für die Weihe dieses Gotteshauses, das trotz seiner äußeren Kleinheit ein großes Zeichen der Hoffnung unseres künftigen Sieges ist, des katholischen Sieges an unserem katholischen Tag. Amen. Cher Monsieur le Curé, mes bien chers frères, c'est avec une grande joie et je dirais une profonde émotion que je me trouve présent aujourd'hui auprès de vous. Le bon Dieu bénit ses serviteurs. Vous avez été persécuté, cher monsieur le curé, parce que vous avez voulu maintenir la foi de toujours et conscient que vous ne pouviez pas maintenir cette foi sans maintenir aussi ce que notre Seigneur Jésus-Christ a institué pour maintenir cette foi, c'est-à-dire notre saint sacrifice de la messe et les sacrements, alors vous avez préféré la persécution. Et par une grâce extraordinaire du bon Dieu, vous voici aujourd'hui dans cette église que vous avez construite de vos mains et qui est, je dirais, le symbole de votre combat et de notre combat. Symbole qui est une signification de ce que l'Église a toujours entendu par la maison de Dieu, Ecclesia Domus Dei. Et notre Seigneur a ajouté Domus Mea, Domus Orationis Est. Et vous avez choisi comme symbole de votre combat Saint Athanase, celui qui seul, devant le monde, devenu à rien, a maintenu la foi catholique. Voilà ce que représente cette Église
pour vous, pour vos fidèles, pour tous ceux qui sont témoins de ce combat qu'il faut mener et que nous devons continuer à mener. Liebe Frau, meine lieben Brüder, mit großer Freude, und ich würde hinzufügen, mit großer innerer Bewegtheit bin ich heute mitten unter Ihnen. Der liebe Gott segnet in der Tat seine Diener. Und so ist es Ihnen ergangen, lieber Herr Pfarrer. Sie wurden verfolgt, weil Sie dem katholischen Glauben treu bleiben wollten und all dem, ohne dass der katholische Glaube in seiner Integrität nicht aufrecht erhalten werden kann, nämlich das heilige Messopfer, die heiligen Sakramente, die uns überliefert sind. Und so haben sie die Verfolgung gerne auf sich genommen und befinden sich heute mitten in ihrer Kirche, die sie mit eigenen Händen erbaut haben. Diese Kirche ist das Symbol ihres Kampfes und unseres Kampfes. Sie ist ein Symbol, eine Bedeutung all dessen, was die Kirche immer war und was sie immer in ihre Gebäude hineingelegt hat, Haec est Domus Domini. Dies ist das Haus Gottes und die Pforte des Himmels. Und der Herr selbst fügt hinzu, mein Haus ist ein Haus des Gebetes. Und als Symbol, als Banner ihres Kampfes haben sie den heiligen Athanasius gewählt, der angesichts einer arianisch gewordenen Welt allein den katholischen Glauben vertrat und sich für den katholischen Glauben einsetzte und den katholischen Glauben verteidigte. Und so stellt diese Kirche den katholischen Glauben und unseren Kampf für den katholischen Glauben dar. Or, que voyons-nous aujourd'hui dans les églises construites par nos parents, par nos ancêtres, ces magnifiques églises qui ornent nos pays, tous les pays d'Europe. Ces maisons ne sont plus appelées les maisons de Dieu, c'est la maison du peuple de Dieu. Et comment peut-on faire un peuple de Dieu sans que d'abord Dieu habite la maison? Ce sont des maisons, des assemblées, assemblées populaires, qui ne sont plus vraiment des maisons de Dieu. Bien plus, on ose faire entrer dans ce temple de Dieu, dans ces temples qui ont été construits pour magnifier notre Seigneur Jésus-Christ, pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ et vivre avec lui dans le Saint-Sacrifice de la Messe, on donne maintenant ces maisons à des religions non chrétiennes, par œcuménisme. On blasphème notre foi, on corrompt notre foi, on insulte notre Seigneur Jésus-Christ. Donner ainsi, par exemple, nos églises à des musulmans qui prétendent que nous sommes des idolâtres parce que nous adorons un homme, parce que nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, par ce faux esprit d'œcuménisme, par cette erreur grave qui serpente dans l'Église, on donne nos églises, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, à des gens qui luttent contre notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous refusons, nous préférons, oui, avoir de petites églises, s'il le faut. Nous multiplierons les messes, nous en ferons partout, mais nous refusons de déshonorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons garder notre sainte religion. Nous affirmons que nos églises sont construites pour vivre avec notre Seigneur Jésus-Christ et recevoir
sa vie divine, par le Saint-Sacrifice de la Mère, par les sacrements. Was sehen wir heute in unseren Kirchen, die von unseren Eltern, von unseren Vorfahren erbaut wurden? Diese katholischen Gotteshäuser, die ganz Europa zieren, sie sind nicht mehr das Haus Gottes. Sie sind hinfort das Haus des Volkes Gottes. Und wie können sie eigentlich das Haus des Volkes Gottes sein, wenn Gott nicht mehr in ihnen wohnt? Wenn Gott nicht mehr inmitten seines Volkes wohnt? Wahrhaftig, sie werden zu Versammlungslokalen. Mehr noch, man wagt, unsere heiligen Stätten, unsere heiligen Tempel denen zu überlassen, die nicht an unseren Herrn glauben, im Zuge eines falschen Ökumenismus. Wir betrachten dies als eine Lästerung, als eine Verderbnis unseres Glaubens. Man überlässt beispielsweise unsere Kirchen den Muslimen, dem Islam, jenen Menschen also, die nicht an unseren Herrn glauben, in seiner Gottheit, und die uns als Götzendiener betrachten, weil wir angeblich einen Menschen anbeten. Diese schwerwiegenden, folgenschweren Irrtümer sind überall in die Kirche eingedrungen. Nun, wir weigern uns, diese Irrtümer anzunehmen und ihnen zu folgen. Wir wollen lieber kleine Kirchen haben und dort unseren Herrn ehren und ihn anbeten. Wir werden überall die Stätten unseres Glaubens und des wahren heiligen Messopfers vermehren. Wir werden überall uns anstrengen, wiederum wahre Gotteshäuser zu errichten, damit darin das wahre heilige Messopfer gefeiert werden kann und den Seelen durch das heilige Messopfer hindurch das göttliche Leben vermittelt wird. Nous avons il y a quelques instants consacré cette magnifique pierre d'autel. C'est toute une signification de notre foi, de la foi catholique. La pierre d'autel représente ce qu'il y a de plus précieux, ce qu'il y a de plus cher dans notre foi catholique. C'est Jésus-Christ lui-même. Vous avez pu voir avec quel respect et avec quel soin l'Église demande à l'évêque de consacrer la pierre d'autel, les signes de croix, l'eau grégorienne qui signifie tous les sacrements, les cinq croix qui représentent les cinq plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez pu mettre sur ces plaies de notre Seigneur Jésus-Christ les flammes, flammes et l'encens. Quel symbole magnifique! Car ce sont des plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, de son sang, de son côté ouvert, que nous recevons les grâces dont nous avons tant besoin ici-bas pour obtenir la vie éternelle. Alors nos autels sont sacrés, nos autels sont saints. Vous avez vu avec quel soin l'Église demande au prêtre et à l'évêque d'aller chercher les reliques des martyrs, ces reliques qui sont maintenant enfermées dans cette pierre d'autel, qui représente tous ceux qui ont donné leur sang pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour défendre leur foi catholique. Ils ont versé leur sang. Alors l'Église, pour se rappeler le souvenir de tous ceux qui ont uni leur sang à celui de notre Seigneur Jésus-Christ, a demandé déjà depuis le IIIe siècle, et probablement déjà avant, alors que les martyrs étaient dans les catacombes, même sous les autels, l'Église a voulu unir toujours dans le sacrifice de notre Seigneur tous ceux qui ont offert leur vie pour notre Seigneur Jésus-Christ. Pouvons-nous mépriser cet autel? Oh, mes bien chers frères, nos séminaristes d'Albano sont allés un jour demander au vicariat de Rome des pierres d'autel
On leur a répondu, les pierres d'autel ne sont plus nécessaires. On n'a plus besoin de pierres d'autel pour dire la Sainte Messe. C'est un reniement de toute notre tradition, un reniement de toute la tradition, non seulement du Nouveau Testament, mais de l'Ancien Testament. Tout à l'heure, dans la préface que j'ai chantée, l'Église nous fait rappeler tous les sacrifices. Sacrifice d'Abel, sacrifice d'Abraham, sacrifice de Moïse. Tous les sacrifices qui ont été faits autrefois ont été faits sur des autels de pierre pour rappeler, pour déjà suggérer l'idée du sacrifice de notre Seigneur. Et notre Seigneur a voulu être immolé sur le calvaire, sur ce mont du calvaire, sur cette pierre où son sang a coulé. Quel magnifique symbole nous trouvons dans cette pierre d'autel. Nous refusons désormais les pierres d'autel. Nous-mêmes, nous refusons. Nous voulons cette tradition. Nous voulons le sacrifice de la messe. Notre messe n'est pas un repas. N'est pas un simple repas. Ce n'est pas une table autour de laquelle on s'assied pour partager le pain de la fraternité et pour partager le pain d'amitié. C'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ présent sur nos autels, dont nous avons besoin pour sanctifier nos vies, pour sacrifier nos vies pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour offrir toutes nos douleurs, toutes nos souffrances, tout ce qui est dans nos vies, qui doit être uni aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que signifie le sacrifice de la messe. Et pour nous racheter nos péchés, nous avons besoin du sang de notre Seigneur et donc de son sacrifice pour être sauvés. Alors, que soit loué, et M. le curé, et tous les paroissiens qui sont ici, et tous ceux qui ont contribué à construire cette chapelle pour abriter l'autel de notre Seigneur Jésus-Christ, où Jésus résidera. Où Jésus continuera à être présent parmi nous, où vous pourrez venir prier Jésus-Christ, et non pas venir dans un temple vide. Ceci est très important, mes bien chers frères. Et c'est une grande consolation pour nous de voir que ces chapelles se multiplient partout dans le monde entier. Les fidèles, autour de prêtres fidèles, résistent à la destruction de l'Église, à la destruction de nos autels, à la destruction de tout ce qui rappelle le ciel dans nos églises. Ils résistent. Et nous devons prier Dieu afin que cette résistance finisse par triompher, triompher de tous ceux qui s'y opposent, afin de pouvoir continuer l'Église. Vor wenigen Augenblicken konnte der Bischof den herrlichen Altar steigen, den herrlichen Altar konsekrieren. Und in diesem Altar, in dieser Konsekration, ist die ganze Bedeutung unseres Glaubens enthalten. Der Altarstein enthält das Kostbarste unserer heiligen Religion, das Teuerste, das Edelste. Er stellt nämlich Jesus Christus selbst dar. Und Sie konnten beobachten, liebe Gläubige, welche Ehrfurcht die Kirche der Altarkonsekration beimisst, welche Ehrfurcht, welche Sorgfalt sie vom Bischof verlangt, bei dieser heiligen Handlung, mit welcher Ehrfurcht der Bischof die Kreuze zeichnet. Er benutzt gregorianisches Wasser, das alle Sakramente darstellt. Er zeichnet 5 Kreuze auf den Altar zur Erinnerung an die 5 Wunden unseres Herrn und Heilandes. Und er verbrennt auf diesen 5 Kreuzen Weihrauch. Er entzündet eine Flamme und Sie bemerken sehr wohl, was hiermit dargestellt ist. Die 5 Wunden unseres Herrn und Heilandes, sein kostbares Blut, das er für uns vergossen hat. Und durch diese seine Geheimnisse wird uns die Gnade erworben, die uns ja zum ewigen Leben führen soll. Die Altäre sind also heilig, sie sind geweiht. Und es werden in sie die Reliquien von Märtyrern eingelassen,
Von jenen Menschen also, die ihr Blut vergossen haben für unseren Herrn und Heiland, zum Zeugnis für ihre Anhänglichkeit an ihn, zum Zeugnis für ihre Verbundenheit mit ihrem Herrn und Meister. Und bereits seit dem 3. Jahrhundert, wenn nicht schon früher, folgte die Kirche dieser Gewohnheit, in die Altäre Reliquien der Heiligen, der Märtyrer einzulassen. Noch war die Kirche in den Katakomben, als sie bereits die Märtyrerleiber der Heiligen unter ihre Altäre gab. Was stellt man heute fest? Immer mehr wird dieses Geheimnis aufgegeben. Vor wenigen Jahren war es, als unsere Seminaristen von Albernhof in das Vikariat von Rom gingen, um dort Altarsteine zu erbitten. Und man antwortete ihnen, dass Altarsteine heute nicht mehr gebraucht würden, dass diese überflüssig seien. Man könne auch so die Messe feiern. Das stellt eine Verleugnung nicht nur des Neuen, sondern sogar des Alten Testamentes dar. Sie konnten es bemerken bei der Präsentation, die während der Altarkonsekration gesungen wurde, wie hier alle Opfer des Alten Testamentes erwähnt werden. Das Opfer Abels, das Opfer Abrahams, das Opfer Moses, wie hier also unser ganzer Glaube zusammengefasst ist und die Bedeutung des Alten Testamentes uns erschlossen wird, als Hinweis auf unseren Herrn und Heiland, der sein blutiges Opfer auf dem Kalvarienberg, auf diesem Felsenhügel, dargebracht hat. Das ist die katholische Tradition. Und diese Tradition wollen wir, und dieser Tradition wollen wir treu bleiben. Unsere Heilige Messe ist ja nicht nur ein Mahl, sondern sie ist ein Opfer, dazu eingesetzt, um uns das Leben unseres Herrn und Heilandes zu vermitteln, um unser eigenes Leben zu heiligen, damit wir unsere Leiden, unsere Widerwärtigkeit, unsere Kreuze mit unserem Herrn und Heiland aufopfern, damit wir eintreten in seine blutigen Fußstapfen. Und so will ich meinen Dank aussprechen Ihnen, hochwürdiger Pfarrer Milch, und all Ihren Gläubigen, die Sie beigetragen haben zur Errichtung dieser Kirche. Dieser Kirche, die den Altar unseres Herrn und Heilandes in sich aufnehmen und bergen soll. Die nicht ein leerer Tempel sein soll, sondern die wahrhaft das Haus Gottes und das ewige Leben in sich aufnehmen kann, das allerheiligste Sakrament und das heilige Opfer. Das ist für uns alle ein großer Trost und eine große Freude, zu sehen, wie überall in der Welt sich diese Zentren, diese Stützpunkte vermehren und ausbreiten und wie so der Zerstörung der Kirche entgegengewirkt wird. Wie in unseren Kapellen wiederum sich der ganze Himmel niedersenkt und wieso der katholische Widerstand gegen die Zerstörung unseres Glaubens eines Tages den Triumph davontragen wird. Je conclurai en te disant que il y a quelques instants nous avons en entrant dans cette église chanté les litanies des saints. Après avoir loué Dieu, nous avons porté nos regards sur la Vierge Marie. Oui, la Vierge Marie est présente parmi nous. Nous avons appelé aussi les saints anges à être parmi nous, à être avec nous. Nous avons demandé à tous les saints, martyrs, tous les apôtres, tous les élus du ciel d'être avec nous. Que cette maison soit déjà l'antichambre du ciel, qui nous prépare à notre éternité avec tous ceux qui jouissent de la gloire du bon Dieu au ciel. Mais je reviens à la Vierge Marie. Elle est restée fidèle. Virgo fidelis, ora pro nobis. Vierge fidèle, priez pour nous, que nous demeurions fidèles comme vous l'avez été. Elle est restée fidèle
auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, et particulièrement au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres avaient fui. Seul restait Saint Jean, quelques saintes femmes qui entouraient la Vierge Marie. Voilà tout ce qui restait de l'apostolat que notre Seigneur Jésus-Christ avait fait pendant ces 3 années. C'était la passion, c'était l'heure des ténèbres. Nous vivons aujourd'hui l'heure des ténèbres. Jésus-Christ est de nouveau abandonné par ses pasteurs, abandonné par ses clercs, abandonné par de nombreux fidèles. Avec la Vierge Marie, avec Saint Jean, entourons notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons à notre Mère du Ciel de faire en sorte que nous ne fuyons pas, que nous ne soyons pas des faux pasteurs, que nous ne soyons pas des faux fidèles, mais que nous soyons fidèles comme elle, et qu'avec elle, nous maintenions notre foi en Jésus-Christ, même ce Jésus-Christ qui paraissait désormais disparu de la terre, mort, couvert de plaies, couvert de sang, un cadavre sur le gibet de la croix. Marie a gardé la foi. Nous aussi, dans cette passion que subit l'Église aujourd'hui, nous garderons la foi. Même s'il nous faut être persécutés, même s'il faut un jour verser notre sang, nous verserons avec les martyrs, nous verserons notre sang avec celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous subirons le martyr qu'a subi la Vierge Marie, qui est la reine aussi des martyrs. Alors demandons, en terminant, à la Vierge Marie d'être fidèle comme elle, afin d'un jour d'aller partager aussi sa gloire dans le ciel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ziehen wir die Folgerungen aus dem Dargelegten. Wir haben zu Beginn dieser Kirchweihe die Allerheiligenlitanei gesungen. Und nachdem wir die Allerheiligste Dreifaltigkeit selbst angerufen haben, haben wir die Allerseligste Jungfrau Maria zu Hilfe gerufen. Sie ist präsent, sie ist gegenwärtig mitten unter uns. Wir haben angerufen die heiligen Engel, wir haben angerufen alle Heiligen, die Märtyrer, die Apostel. Denn die Kirche ist ja nichts anderes, das katholische Gotteshaus, als der Vorhof des Himmels. Und ich möchte zurückkommen auf das Beispiel der allerseligsten Jungfrau Maria. Wir preisen sie in der Lauretanischen Litanei als die Virgo Fidelis, die getreue Jungfrau. Sie blieb in ihrem ganzen Leben treu ihrem göttlichen Sohne. Sie blieb treu, auch in der Stunde seines Opfers. Wir wollen sie anrufen, dass auch wir heute Christus und seiner Kirche die Treue halten. Die Kirche erlebt eine furchtbare Passion. Wir erleben die Stunde der Finsternis. Die Hirten haben unseren Herrn verlassen. So wie die Apostel unter dem Kreuze geflohen sind und den Herrn allein ließen. Nur die allerseligste Jungfrau Maria und der heilige Johannes standen unter dem Kreuz. Und so wollen auch wir keine falschen Hirten sein, die das Kreuz fliehen und unseren Herrn im Stich lassen, ihn verraten. Wir wollen auch keine falschen Gläubigen sein, die hier nicht bei unserem Herrn ausharren, sondern wir wollen unserem Glauben treu bleiben. Wie damals am Kreuz der Herr ganz verlassen stand, bedeckt mit Wunden, wie sein Leichnam blass und starr am Stamme des Kreuzes hing, so scheint er heute fast von der Erde ganz verschwunden. So scheint er heute fast gestorben zu sein. In dieser Passion der Kirche wollen wir treu bleiben und für uns die Gnade der Treue erbitten. Und selbst wenn uns dies Verfolgung kosten sollte, ja, selbst wenn wir unser Blut hingeben müssten für unseren Herrn, wir wollen in Treue ausharren
Und wir wollen heute die Mutter Gottes bitten, dass wir dieser katholischen Treue standhaft bleiben bis zu unserem seligen Ende. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.